Paraden sind prächtig anzusehen. Zur aufreizenden Musik schlagen die blank geputzten Stiefel den Asphalt. Die Augen blitzen. Im gleichen Schritt und Tritt geht es voran. Und endet erst, wenn Schnee und Wind die Leichentücher weben, um zuzudecken, was so strahlend und siegesgewiss begann. Einem toten Soldaten ist es egal, wer den Krieg gewann oder verlor. Im Jahre 1942, als große Teile des deutschen Volkes noch an den Endsieg glaubten, mehrten sich im Osten die Zeichen, dass eine Wende zum Schlechten für die deutschen Armeen bevorstehe, dass der Russe zum Gegenschlag angetreten sei. Tausend Panzer an der Wolga. Aus Agentenmeldungen, Luftbildern und Feindnachrichten erkennen wir, dass der Russe mit starken Kräften im Raum der Wolga und im Donbogen aufmarschiert. Die 6. Armee hat nach Abschluss der Sommeroperation befehlsgemäß Stalingrad erreicht. Dadurch ist ein Frontvorsprung entstanden, der einem feindlichen Zangenangriff nicht standhalten könnte. Aber Hitler nannte solche Warnung idiotische Schwarzseherei und befahl der 6. Armee unter General Paulus, Stalingrad für ihn zu erobern. Dieser Befehl wurde zum Hinrichtungsbefehl für die 6. Armee. Dies sind ihre Grabsteine auf dem Kalvarienberg in Stalingrad. Dies sind ihre Totengewölbe, Traktorenwerke und Maschinenhallen in Stalingrad. Dies sind die Pylonen, die am Grabmal des unbekannten deutschen Soldaten brannten in Stalingrad. Nur wenige kamen zurück, um vom Leben und Sterben der 6. Armee zu erzählen und ein Mahnmal aufzurichten, ohne es zu vergolden. Die Etappenstadt Charkow, 250 Kilometer hinter der Front, kennt noch keine Sorgen, als ein deutscher Artillerieoberleutnant sich anschickt, an die Wolga-Front zu gehen. Ich habe mit der Sache nichts zu tun. Das ist eine ganz andere Abteilung. Sie müssen warten, bis Sie aufgerufen werden. Entschuldigen Sie. Na, Feldwebel, was machen meine Marschpapiere? Sie sind in Arbeit, Herr Oberleutnant. Dass Sie es so eilig haben. Charkow ist doch ein ganz amüsantes Pflaster. Ah, die haben mich nun lange genug im Lazarett verarztet. Ich kann den Kabulgeruch nicht mehr vertragen. Der Nächste! Ja, wer ist dran? Ja, ich. Was ist mit den Leuten? Was soll sein? Haben alle Sorgen. Keine Arbeit, Hunger, nichts zu essen. Und politisch, verstehen Sie? Na klar, wir müssen hier erst mal Ordnung schaffen. Los, raus, 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 der Nächste! Aber ich möchte erklären, ich weiß keinen Rat mehr. Jemand muss doch helfen. Aber ich habe Ihnen doch schon mal gesagt, dass wir keine Dolmetscherin mehr brauchen. Sie tun ja gerade so, als ob wir eine Kinderbewahranstalt wären. Los, schauen Sie ab. Befehl ist Befehl. Der Nächste! Machen Sie mir meinen Kram fertig. Ich bin gleich wieder da. Jawohl, jawohl. Hallo. Warten Sie bitte. Was wollen Sie? Sie weinen ja. Was ist denn los? Wenn ich bis morgen nicht eine Arbeit nachweisen kann, werde ich nach Deutschland deportiert. Verschleppt. Ach, so ist das. Und die da haben nichts für Sie gehabt? Bitte, Landsleute behandeln uns wie Dreck. Na, na, nun mal langsam. Was können Sie denn, ich meine? Haben Sie was gelernt, oder? Ich bin Studentin, aber die Universität habt ihr auch geschlossen. Sie sprechen gut Deutsch. Woher eigentlich? Vater bestand darauf, dass ich lerne. Er hatte eine Schwäche für die Deutschen. Früher. Ich glaube, ich habe eine Idee. Vielleicht kann ich doch was für Sie tun. Warum wollen Sie mir helfen? Was heißt helfen? Ich kann nun mal ein hübsches Mädchen nicht weinen sehen. Wie geht's, Geschäft? Danke für die Nachfrage. Der Arm ist wieder in Ordnung. Der Chefarzt hat mir erlaubt, heute Abend mal wieder ein Konzert zu geben. Na, großartig. Ich kann dich leider nicht zur Bahn bringen, Gerd. Ach, ist das nicht wichtig. Ich habe eine Bitte an dich.
Du musst mir helfen. Da ist ein Mädchen. Wieder mal? Man will sie deportieren. Sie ist Studentin, spricht gut Deutsch. So was kann man doch nicht einfach verschleppen. Könnte sie nicht auch bei euch beschäftigen? In der Wehrbetreuung oder so? Tja, vielleicht in der Bücherei. Das wäre eine Idee, ich werde mal sehen. Das ist ihre Adresse. Verdammt, dass ich weg muss. Hallo, Pfarrer Busch. Guten Abend, Herr Oberstleutnant. Guten Abend, wie war der Urlaub? Danke schön, aber nur zu kurz. Haben wir etwa wieder dieselbe Marschrichtung? Ja, ich glaube schon. Stalingrad. Na, dann kommen Sie mal rein zu mir. Schöpke, jetzt den großen Koffer. Schwer. Halten Sie mal meinen Hund. Starten Sie, Herr Oberstleutnant. Donnerwetter, der ist aber wirklich schwer. Sind Sie überrascht, was? 30 Kilo Fressalien von Mutter. Ah, hauen Sie ab, Oberleutnant. Für einen Kuss haben Sie vielleicht noch Zeit. Komm gleich wieder. Katja, was ist los? Es ist alles in Ordnung. Ich habe eine Stellung in der Bücherei. Ein Leutnant Fuhrmann hat mich geholfen. Katja, na herrlich. Gott sei Dank, jetzt können Sie doch wenigstens hierbleiben. Ja, darum bin ich hergekommen, um zu danken. Leutnant Fuhrmann hat gesagt, dass ich Sie hier treffen würde. Jetzt habe ich nicht mal den Namen richtig verstanden. Gerd. Gerd Wisse. Gerd Wisse. Ich kann es gar nicht glauben. Erst heute Morgen, wir haben uns kennengelernt und ich war so misstrauisch. Fuhrmann soll auf Sie aufpassen. Er soll mir schreiben. Aber bestimmt. Goebbels feiert den Sieg von Stalingrad und wir haben es noch gar nicht. Aber es kann sich doch nur noch am Tage handeln, Herr Oberstleutnant. So, meinen Sie. Nachdem wir es in 3 Monaten nicht geschafft haben. Aber der Führer hat doch gesagt, dass der Russe geschlagen ist und sich nie mehr erholen. Dann muss ich im falschen Krieg sein. In meinem Kampfabschnitt in Stalingrad, so sieht der Russe verdammt gesund aus. Er hält die besten Stellungen und wir verbluten uns. Bevor ich in Urlaub ging, habe ich erlebt, wie 5 Pionierbataillone verheizt wurden, um ein paar Trümmer zu erobern. Sie hinterher wieder zu verlieren. Sie haben es noch lange genug miterlebt, Herr Pfarrer. Ja. Ein Irrsinn. Wo gehen Sie eigentlich hin, Oberleutnant? Ich bin als Verbindungsoffizier zu Nomen kommandiert. Mhm. Da sind Sie auch nicht zu beneiden. So. Hallo? Haben die Schienen gesprengt. Reparatur wird die ganze Nacht dauern. Wo sind wir denn? Etwa 40 Kilometer von Kalatsch. Ich muss morgen früh bei meinem Haufen sein. Wo ist denn Ihr Telefon? Da drüben beim Bautrupp. Danke. Wir werden Wagen her telefonieren. Ich nehme Sie mit, Herr Fahrer. Kommen Sie, wir haben ja denselben Weg. Darf ich mich bitte anschließen, Herr Oberstleutnant? Vielleicht kann ich meinen Verbindungsstab auch noch erreichen. Ja, so los, denn Gepäck lassen wir uns nachbringen. Wie war der Name? Feldwebel Böse? Aha. Chai, Wipi. Ja, spasiba. Matka, noch Tee für uns übrig? Da, da. Zahadi, zahadi. Spasibo. Also, dann schicken Sie mir den Wagen so schnell wie möglich. Мы мало имеем, но поделимся. Ende. Ich habe eine Idee, Herrschaften. Wir machen erstmal was Ordentliches zu essen. Matka, hast du ein paar Eier? Одно. Nur eins? Ja. Hm. Herr Pfarrer? Schneiden Sie mal die Kartoffeln in die Pfanne. Wie Sie mir das zutrauen, ja. Ich machen. Wie viel sind wir denn eigentlich? 1, 2, 3, 4. Wir! 5, 6, 7, 8, 9 Mäuler mit dem Hund. Oberleutnant, holen Sie mir doch mal aus meinem Rucksack 2 Mettwürste.
Jawohl, Oberstleutnant. Große Familie haben Sie. Viele Kinder. Wo ist denn Ihr Mann? Der Vater? Tot. Wojna. Krieg. Wer hilft Ihnen jetzt? Hilft? Oh. Спасибо, батюшка, спасибо. Danke, danke sehr. Ну, ребята, пора спать. Идите. Быстренько, быстро, так. Скажи спасибо. Спасибо. Вот. И ты тоже. Спасибо. Вот. И ты. Вот, и ты. Ich denke, das hat Moskau längst abgeschafft. Haben Sie bei uns in Deutschland auch versucht. Das ist Ihnen nicht gelungen. Trotz Ordensburgen und Hitlerjugend. Sehen Sie, Herr Wisse, alles vergeht, aber das bleibt. Darauf kann man sich verlassen. Ich bin auch auf der Ordensburg erzogen worden. Wir haben gelernt, uns auf uns selbst zu verlassen und sind damit recht gut gefahren. Bis euch mal der Reifen platzt. Wissen Sie, Herr Oberleutnant, ich bin nun mal so das Mädchen für alles. Organisieren und so. Und außerdem bin ich Spezialist für Motoren, Sie verstehen. Sie werden die Kiste noch in Klump fahren, Sie Spezialist. Nee, nee, die ist einiges gewohnt. Was haben Sie denn mit Ihrer Hand gemacht? Oh, ist nicht so schlimm, nur ein kleiner Splitter. Aber zum Heimatschuss hat es leider nicht gereicht. Feldwebel Böse, zwei Mann des Nachrichtenverbindungsstabs auf der Stelle. Ein Funker am Gerät. Danke. Auf gute Zusammenarbeit. Hört euch. Gefreiter Sellner. Funker Knautsch. Darf ich bitten, Herr Oberlott? Danke. Kremer, kümmern Sie sich bitte um den Hund. Jawohl, Oberlott. Na komm her, mein Mädchen. Sagen Sie, was liegt hier eigentlich alles? In dieser Schlucht liegen die Stäbe der rumänischen Division. Das ist der Bunker von General Cutriano. Und das hier ist Ihr neues Heim. Alles Rattenlöcher. Hauptmann Scherer erwartet Sie schon. Danke Ihnen. Oberleutnant Wisse meldet sich zur Stelle. Freut mich, dass Sie da sind. Herzlich willkommen. Nehmen Sie Platz. Entschuldigen Sie die Formlosigkeit, aber Sie sehen, ich bin beim Packen. Warum hat es denn so lange gedauert? War was los? Die Partisanen hatten bei Kalatsch die Schienen gesprengt. Bei Kalatsch? Geht's da auch schon los? Naja, kein Wunder. War gut, gleich anzurufen. Bin in rasender Eile. Muss Mittag schon in Kalatsch sein, sonst verpasse ich den Anschluss. Ist eigentlich ganz gemütlich hier. Eine nette Höhle für einen ruhigen Winterschlaf. Da werden Sie kaum zu kommen. Da sind Gerüchte, Meldungen, Vermutungen. Beim Iwan kocht was. Sieht mulmig aus. Ach nee. Aber Feldwebel Böse wird Sie in alle vorgängig einweisen. Beim rumänischen General Cotrianu habe ich Sie bereits avisiert. Er ist nett, alter Haudegen. Überhaupt, die Rumänen sind anständige, gute Soldaten. Brav bis zum Selbstmord. Moment mal. Krämer, ist der Wagen vollgetankt? Gleich, Herr Hauptmann! Mensch, machen Sie schon! Sie haben prima Haufen hier, den Sie sich verlassen können. Was ich Ihnen noch sagen wollte. Da ist ein deutscher Major vom Armeekorps, als taktischer Koordinator bei den Rumänen hier. Linkmann heißt er. Der ist nicht ganz einfach. Sie sind ihm aber nicht unterstellt. Ich meine, disziplinarisch. So, ich glaube, ich habe jetzt alles. Kommen Sie. Also, Böse, lege Ihnen Herrn Oberleutnant Wisse ans Herz. Der Feldwebel hier ist die Seele vom Geschäft. Also, alles gut. Alles gut, Herr Hauptmann. Wisse, Sie dürfen die Dinge hier nicht zu leicht nehmen. Leben Sie wohl. Gute Reise, Hauptmann. Und vergessen Sie nicht, Ihren Antrittsbesuch beim Armeekorps zu machen. Jawohl, Hauptmann. Na, worauf warten wir noch, Krämer? Jetzt geht's los, Herr Hauptmann. Los! Er hat's aber eilig gehabt. Recht hat er. Wir wären alle gern mitgefahren. Nun spielen Sie mal nicht verrückt, Böse. Ihr schiebt doch eine ruhige Kugel hier. Das täuscht, Herr Oberleutnant. Wir Nachrichtenleute hören das Gras wachsen. Wissen Sie, welcher Befehl heute Abend um 18 Uhr rausgeht? Na? Urlaubssperre. Ach, daher die Eile. Jetzt verstehe ich. Wo ist der Bunker von Herrn Major Linkmann? Dort hinten. Ich bringe Sie hin. Danke. Oberleutnant Wisse, der neue Führer des Nachrichtenverbindungsstabes. Linkmann.
Sie scheinen mir verdammt jung für einen so schwierigen Posten. 3 Jahre Fronterfahrung machen vielleicht die Jahre wett, Herr Major. Das werden wir ja sehen. Ich hoffe, Sie werden ein bisschen klüger sein als der Scherer. Ich bin froh, dass wir den Schwarzen hier los sind. Er macht aus jeder Patrouillenmeldung gleich eine russische Armee. Ich hatte den Eindruck, dass er mit den Nerven ziemlich runter war. Das ist unvermeidlich, wenn man immer nur Gespenster sieht. Also, wissen Sie, wir gehören zum 51. Armeekorps. General von Seydlitz, erstklassiger Haufen. Worauf es hier ankommt, ist klug sein, Distanz bewahren zu den Rumänen. Das sind schlechte Soldaten. Mangelnde Ausbildung, Offiziere auch nicht besser, also kurz ein Sauhaufen. Und hysterisch. Wichtig ist, nicht darauf hereinzufallen. Kühl bleiben, starke Nerven haben. Die habe ich. Danke für den guten Rat. Und was uns beide anlangt, ich habe beim Armeekorps schon von Ihnen gehört. Ausgezeichneter Werdegang. Ordensburg und so. Ich bin auch schon lange dabei. Ja, es ist nicht ganz einfach hier. Wir müssen zusammenhalten. Klar, Herr Major. Gut. Dann bis heute Abend. Wir essen nämlich immer zusammen mit dem General. Ich werde Sie vorstellen. Danke, Herr Major. Meine Division befindet sich in einer äußerst schwierigen Lage. Wir halten einen Abschnitt von 19 Kilometern statt der üblichen 5 oder 6. Danke. Seit dem Vormarsch im Sommer kämpfen wir ohne Pause. Wir haben keine schweren Waffen, keine Panzer, keine Panzerabwehr, nicht einmal Minen und überhaupt keine Reserven. Seit Wochen wissen wir, dass der Russe mit vielfacher Übermacht aufmarschiert. Seit Wochen habe ich Herrn Scherer gebeten, vorstellig zu werden und um Hilfe zu ersuchen. Er hat sein Bestes getan, aber nichts erreicht. Herr General, ich werde mich sofort bemühen. Ich danke Ihnen, aber ich glaube, es ist zu spät dafür. Major Linkmann lächelt wie immer. Überlegen, er glaubt nicht an einen russischen Angriff, obwohl er die Situation kennt. Die Möglichkeit eines Angriffs weiß ich nicht von der Hand. Nur unsere Fähigkeit, den Russen zurückzuwerfen, schätze ich höher ein als Sie, Herr General. Panzer sind keine Läuse, die man mit nackten Fäusten knacken kann. Ich brauche Waffen. Die oberste Führung kennt die Lage genau. Und warum wird nichts getan? Die Pläne des Führers entziehen sich meiner Kenntnis. Danke, meine Herren. Die unheilgeschwängerte Nacht zum 19. November 1942 ist hereingebrochen. Stille liegt über dem Land. Nur die Stimme aus Moskau hämmert unermüdlich, monoton. Alle 7 Sekunden stirbt ein deutscher Soldat. Stalingrad, Massenvernichtung. Alle 7 Sekunden stirbt ein deutscher Soldat. Stalingrad, Massengrab. Alle 7 Sekunden. Hey, Knautsch, stellen Sie das verdammte Ding ab. Ich kann nicht. Wieso nicht? Vor einer halben Stunde kam der Befehl durch, dass wir auf Empfang bleiben müssen. Und jetzt habe ich den Moskauer Störsender auf derselben Welle. Ich bin auch schon ganz matschig. Herr General! Oberrat Wissler, lassen Sie mich bitte mit Ihrem Korps verbinden. General von Seydlitz. Los, Knautsch. Hier Mars, bitte dringend Herrn General von Seydlitz für Herrn General Codriano. Ja, persönlich. Stellen Sie doch das Ding ab. Ich übergebe. Herr Codriano, Herr General, nach Rücksprache mit meiner vorgesetzten Dienststelle habe ich Ihnen eine wichtige Mitteilung zu machen. Vor wenigen Minuten haben wir einen Funkspruch dechiffrieren können. Es ist ein Tagesbefehl Stalins. Der russische Großangriff ist auf heute früh 6 Uhr festgesetzt worden. Natürlich können wir nicht vorausahnen, wo der Hauptstoß erfolgen wird. Wenn es aber in meinem Abschnitt sein sollte, kann ich für nichts garantieren. Wie Sie wissen, habe ich keine schweren Waffen. Darf ich also nochmals im Ernstfall um Unterstützung bitten? Danke, Herr General. Wir erwarten noch weitere Befehle. Ende. Also, jetzt geht's los. General von Seydlitz versprach mir, im Notfall zu helfen. Jedenfalls werden wir unsere Haut teuer verkaufen. Selbstverständlich, Herr General. Ich weiß, er wird uns nicht im Stich lassen. Uhrenvergleich. 1:05 Uhr. Herr Oberstleutnant Kesselbach. Herr Oberstleutnant. Was ist da? Sie sollen mit Ihren Panzern zur rumänischen Division rüber. Es geht los. Wie viel Uhr ist es? 2:30 Uhr. Ach, Wiese, ist was passiert? Da ist eben eine Meldung durchgekommen. Ja. Der Russe greift an. Heute 6 Uhr. Ach, Mensch, das ist der Russe. Ja, Moment mal. Jetzt wollen wir in Ruhe nachdenken. Das ist doch klar. Der Russe greift an. Übrigens, was meinen Sie, warum
die Rumänen keine schweren Waffen bekommen haben. Ne? Das sind unzuverlässige Leute, verstehen Sie? Ich habe da so meine eigene Theorie. Der Führer will die Rumänen verheizen. Was? Ja, ja, aber damit können wir ja schließlich nicht gemeint sein. Nicht? Darum gibt es jetzt nur eines. Augen und Ohren offen und Ruhe bewahren. Und sollte der Laden hier schief gehen, dann ist, wir rennen den Kübel ab. Haben Sie mich verstanden? Hier, Paulus. Ja, natürlich haben wir der Heeresgruppe den bevorstehenden Angriff gemeldet. Wie? Nochmal. Ende. Bodennebel ist angesagt. Die Luftwaffe wird also nicht eingesetzt werden können. Keine Luftunterstützung? Das hat uns gerade noch gefehlt. Ich frage mich, Schmidt, haben wir alles Menschenmögliche getan? Das Menschenmögliche schon, Herr General. Aber ob es ausreichen wird, das ist eine andere Frage. Aber das ist doch unmöglich, Schmund. Der Führer muss für mich zu sprechen sein. Es ist wichtig. Er muss das Reservepanzerkorps sofort zum Einsatz freigeben. Es muss ohne Verzug in Marsch gesetzt werden. Na, machen Sie es so dringend wie möglich. Wir können doch nicht völlig untätig zusehen. Ende. Wie will er bloß den Krieg gewinnen, wenn er den Generalstab zum Befehlsempfänger degradiert? Er nennt uns Klempner. Hab nichts dagegen. Aber dann soll er uns auch nicht ins Handwerk pfuschen, wenn jetzt ein Wasserrohrbruch passiert. Der Chef des Generalstabes hat noch einmal angerufen, mein Führer. Darf ich um Ihre Entscheidung bitten? Er soll das Panzerkorps antreten lassen. Weitere Befehle folgen. Jawohl, mein Führer. Durch ans Amikor. Nach dreistündiger schwerer Artillerievorbereitung greift der Russe mit starken Panzerkräften auf breites Front an. Böse, wir übernehmen die Station. Packt unsere Klamotten zusammen, damit wir fertig sind, falls wir abhauen müssen. Kramer, Sie bleiben mit dem Kübelwagen in Bereitschaft. Ich bin auf dem Divisionsgefechtsstand. In schwerem Abwehrkampf. Pionierbataillon eingeschlossen. Leistet Widerstand. Da haben wir es. Der Russ ist durch. Thank you.
Run! Oberstleutnant Kesselbach vom 51. Armeekorps zur Stelle. Sie kommen spät, aber ich danke Ihnen trotzdem. Halten Sie mir die russischen Panzer vom Leibe, damit ich retten kann, was noch zu retten ist. Hallo, Ordensritter. Gut gemacht. Hab's gesehen. Na, das können Sie ja. Sind Sie verrückt geworden, sich da draußen rumzutreiben, statt hier auf Ihrem Posten zu bleiben? Ich war auf dem Divisionsgefechtsstand. Ihr Feldwebel hat sich geweigert, mir den Wagen zu geben, um zum Chor zu fahren. Es war zwischen uns genau abgesprochen, dass ich den Wagen bekomme. Das ist ein Missverständnis. Ich habe Ihre Worte ganz anders aufgefasst. Sie, was wollen Sie mir denn da unterstellen? Ich habe mich ganz klar ausgedrückt. Ich werde Sie zur Meldung bringen, mein Lieber. Er handelt nur auf meinen Befehl. Ich trage die Verantwortung. Ach, drehen Sie doch nicht so überheblich. Verantwortung. Die Zurücknahme meiner Division ist soeben befohlen worden. Veranlassen Sie ebenfalls das Nötige, meine Herren. Melden Sie Ihrer Dienststelle Dank für Hilfe. Oberstleutnant Kesselbach mit seinen Panzern bleibt bei uns und deckt unseren Rückzug. Jawohl, General. Ich habe Sie heute früh vermisst, Major Linkmann. Ich habe keinen Wagen, Herr General. Ach, die anderen sind auch zu Fuß gekommen. Es muss ja auch jemand hier bleiben, um die Verbindung zum Korps aufrechtzuerhalten. Ihre Aufgabe als taktischer Offizier war, bei mir zu bleiben. Oberleutnant Wisse war ja auch nicht hier. Ihr Landsmann hat uns durch seinen persönlichen Einsatz aus einer gefährlichen Situation gerettet. Wir danken Ihnen, mein Sohn. Ein merkwürdiger Rückzug beginnt. Es geht nicht nach Westen, wo die rettende deutsche Front liegt, sondern nach Osten, tiefer nach Russland hinein, geschoben, gedrängt von den feindlichen Panzern, die wie scharfe Messer die Verbindung zu den eigenen Linien zerschnitten haben. Mit diesen Etappenhengsten hat man schon seinen Ärger. Mit Mühe und Not habe ich 2 Kanister Benzin bekommen. Und dabei ist das Depot voll mit Klamotten und Fressalien für eine ganze Division. Na und? Ich dachte, vielleicht können wir was organisieren, wo wir doch alles verloren haben. Aber die Bullen wollen ja nichts hergeben. Die wollen ja alles verbrennen. Was? Sie sind wohl verrückt. Den Laden wollen wir uns mal ansehen. Das ist doch Blödsinn. Ich habe von meiner Dienststelle Befehl, das Lager in einer halben Stunde anzuzünden, dass nicht in Feindeshand fällt. Ihre Division kann also das Lager nicht mehr räumen? Natürlich nicht. Nun nehmen Sie doch Vernunft an. Da wollen Sie den ganzen Kram hier in die Luft jagen? Draußen ziehen hungernde und frierende Soldaten vorbei. Die haben den ganzen Tag gekämpft. Ich habe meinen Befehl. Ich pfeife auf Ihren Befehl. Krämer, lassen Sie das stehen und warten Sie ab, bis Sie Anweisungen erhalten. Was haben Sie vor? Das will ich Ihnen sagen. Da kein höherer Offizier in der Nähe ist, werde ich die Verantwortung für die Räumung des Lagers übernehmen und den Rest verbrennen. Was fällt Ihnen ein? Da kann ja jeder herkommen! Wenn Sie ihn durchaus schießen wollen, dann werden Sie bald dazu Gelegenheit haben. Der Russe wird mit Ihnen nicht so lange fackeln. Gut, ich weiche der Gewalt. Aber nur unter Protest. Und Sie werden mein Protokoll unterschreiben. Da haben wir's. Der russische Winter ist da. Und der da drin hat die Pelze. Ja, worauf warten wir noch? Nehmen wir uns welche mit? Herr Feldwebel, hier! Seid ihr wahnsinnig! Der Russe ist uns auf den Felsen und ihr macht Weihnachtsbescherung! Herr Oberstleutnant, der Verpflegungsbulle wollte alles verbrennen. Da lasse ich die Leute mitnehmen, so viel sie tragen können. Na, ist gut, aber jetzt machen Sie den Laden dicht. Meine Panzer können die Russen nicht länger als 15 Minuten aufhalten. Jawohl, Oberstleutnant. Hier müssen wir ziehen. Das Ausmaß des russischen Durchbruchs übertrifft meine schlimmsten Befürchtungen. Mit starken Panzerkräften. Ist der Russe nach Süden durchgebrochen und steht im Rücken der 6. Armee. Südlich von Stalingrad stieß er nach Westen und Nordwesten vor und zerbrach hier ebenfalls die rumänische Front. Bei Kalatsch vereinigten sich die beiden Zangen. Mein Führer, die 6. Armee mit einem Panzerkorps und 4 Armeekorps, zusammen 22 Divisionen,
ist eingeschlossen. Zu allem Übel ist der russische Winter früher als erwartet mit ungewöhnlicher Härte hereingebrochen. Die warmen Wintersachen haben die Truppe nicht mehr erreicht. Weiter. Es muss eine sofortige Entscheidung getroffen werden. Beinahe eine Viertelmillion deutscher Soldaten ist eingekesselt. Davon sind 25.000 verwundet. Verpflegungs- und Munitionsbestände werden bald so knapp sein, dass sich für die 6. Armee eine Katastrophe abzeichnet, wenn nicht sofort der Ausbruch befohlen wird. Können Sie mir hundertprozentig garantieren, dass die 6. Armee herauskommt? Nein, mein Führer. Aber ich kann Ihnen hundertprozentig garantieren, dass die 6. Armee verloren ist, wenn Sie nicht sofort den Ausbruch befehlen. Seit Tagen warten wir nun auf den Ausbruchsbefehl. Aber der Führer zaudert und Paulus zaudert. Es ist doch alles besprochen. Mein Gott, es ist nicht das erste Mal, dass eine Armee eingeschlossen ist. Ich habe das Ganze schon bei dem Jans durchexerziert. Nur mit eiserner Gewalt ist so ein Kessel zu sprengen. Aber schnell muss es gehen. Ihr seid Litz. Ja, her mit der Wettermeldung. Starker Frost, Boden hart gefroren, Flussläufe und Bäche vereist. Für Geschütze tragbar. Genügt mir, Ende. Ja, man möchte keinen Hund vor die Tür jagen. Irrtum, Clausius. Wir müssen sofort etwas unternehmen. Gottes Willen, Herr General. Ich habe satt zu warten. Ich werde den Brüdern da oben das Gesetz des Handelns aufzwingen und den Stein ins Rollen bringen. Alle anderen müssen dann folgen. Geben Sie meinen Divisionen den Befehl, nur Waffen, Munition, Verpflegung und Sprit mitzunehmen. Alles andere ist zu vernichten. Gott sei Dank, dass er aus dem Weg ist. Ihre Eigenmächtigkeit hat eine gefährliche Situation herbeigeführt. Der Ausbruch war doch beschlossene Sache. Die oberste Führung hat aber anders entschieden. Der Ausbruch ist verboten worden. Die Hilfe wird von außen kommen. Wir bleiben, wo wir sind und igeln uns ein. Das ist Irrsinn. Es ist ein Führerbefehl. Eine Katastrophe ist es. Meine Leute liegen in der offenen Steppe, ohne Unterstände, ohne Schutz gegen die mörderische Kälte. Ihre Voreiligkeit hat diese Situation herbeigeführt. Es ist Ihre eigene Schuld. Ich musste die Front verkürzen. Paulus, wir müssen ausbrechen. Auch gegen den Befehl des Führers. Wir kennen die Gesamtlage nicht. Es bleibt uns nichts anderes übrig, als zu gehorchen. Die geschlagene rumänische Division hat in einer verschneiten Schlucht vorübergehend Notquartiere bezogen. Der deutsche Nachrichtenverbindungsstab ist ebenfalls dort untergekommen. Zur Untätigkeit verdammt wie die ganze 6. Armee. Du, hallo Kurt! Meld dich wieder! Dein Schwager beim Armeekorps muss seine Geräte einpacken. Die müssen wieder zurück, können ihre Stellung nicht halten. Das ist ein Riesenknatsch im Hauptquartier. Ich sage euch, das geht schief diesmal. Ja, unser geliebter Führer hat nicht alle Tasten im Schrank. Jetzt ist er am Ende mit seiner Weisheit. Ich verbitte mir solche Äußerungen, Krämer. Herr Oberleutnant, Krämer meint das nicht so. Aber wir werden alle langsam nervös. Sie waren doch heute beim Armeekorps. Ach was, stellt euch nicht so an. Es wird schon weitergehen. Ohren steif halten. Das sind doch Phrasen. Wir wollen eine richtige Antwort. Wie wird es weitergehen? Also Kinder, ehrlich gesagt, ich weiß auch noch nicht. Wir sind eingekesselt und sollen warten. Worauf weiß kein Mensch. Die Rationen müssen weiter gekürzt werden. Man will versuchen, uns aus der Luft zu versorgen. Vorausgesetzt, dass wir die Flugplätze halten können. Tja, das ist eigentlich schon alles. Zum Aufwärmen. Herr Oberleutnant. Danke, Krämer. Ja, was ist denn hier los? Kriegsrat? Jawohl, Herr Major. Wir sprachen über die Lage. So. Ist mein Wagen fertig? Jawohl, Major. Sie wollen uns also heute verlassen? Ja, ich übernehme eine Artillerieabteilung vor Stalingrad. Endlich mal eine richtige Aufgabe. Äußerst vorschriftswidrig, mit den Leuten große Palaver zu halten. Es kann nicht schaden, ihnen die Wahrheit zu sagen. Es untergräbt das Vertrauen in die Führung, wenn wir den Leuten gestatten, Meinungen zu bilden. Mensch, sie scheinen noch alles vergessen zu haben, was man ihnen beigebracht hat. Sie möchte ich mal in meine Finger bekommen, um sie auf Vordermann zu bringen. Ich glaube, Herr Major, das Vergnügen werden Sie nicht haben. So, glauben Sie.
Auch Ihre Tage hier sind gezählt. Los, Abräumer. Gut, dass er weg ist. Ich werde es ihm nie vergessen, dass er damals türmen wollte. Und ich glaube, er wird es Ihnen nie vergessen, wenn er weiß, dass Sie das gemerkt haben. Um existieren zu können, hat die 6. Armee einen täglichen Bedarf von 750 Tonnen an Verpflegung, Munition und Medikamenten angefordert. Hitler und Göring haben es zugesagt, aber ihr Versprechen nicht gehalten. Anfänglich kommen 20% der benötigten Tonnage in den Kessel. Dann nur noch 10%. Und später, als die wichtigsten Flugplätze verloren gehen, kommt gar nichts mehr. Ich kann's nicht machen, nun kapier doch schon. Warum seid ihr nur so knickrig? Ich repariere euch eure Funkgeräte und ihr wollt mit nichts rüberkommen. Zigaretten kannst du haben, Krämer, Tabak. Na, Tabak, mein Kübel fährt doch nicht mit Tabak. Ich kann's nicht ändern. Der Alte ist nicht mehr zu genießen. Schnüffelt überall rum und kontrolliert die Bestände. Na ja, ist ja schon gut. Ihr könnt mich mal. Da ist er. Na nur, was machen Sie denn hier? Aha, hat diesmal wohl nicht geklappt, was? Leider nicht, Herr Oberstleutnant. Also herkommen! Ja, Sie auch! Oder wollen Sie zu Weihnachten nicht aus diesem Dreckskessel raus sein? Wer möchte das nicht? Ein schöner Traum, Herr Oberstleutnant. Schöner Traum, sagen Sie, na, Sie werden sich wundern. Na, kommt mal hierher. Bringt mir mal ein Stück Kreide. So, passt mal auf. Ich komme gerade von einer Besprechung bei der Division. Da ist eine ganz tolle Sache im Gang. Also. Das sind wir. Eingekesselt und umzingelt. Wie bekannt. Die 6. Armee. Vollständig isoliert. Denn die jetzige deutsche Front verläuft so. Nun kommt von Süden her eine ganz neue Panzerarmee unter Generaloberst Roth. Von 400 Kilometer Entfernung ist er losmarschiert und hat sich bis auf 150 Kilometer zu uns durchgeschlagen. Wenn er nah genug ran ist, wo ist Generaloberst Roth? Stoppen, der Panzer! Na, wie sieht's aus? Was ist los? Wir können endlich weiter. Aber wir haben wieder zwei Panzer verloren. Der Iwan wird immer stärker. Na, immerhin, wir haben mit unseren 200 Panzern über 1000 Russenpanzer erledigt. Aber immer neue kommen, wie Pilze aus der Erde. Man weiß nicht, woher. Es ist unheimlich. Seien Sie nicht so pessimistisch, wir müssen durch. Noch 100 Kilometer. Die im Kessel warten auf uns. Und sagen Sie unseren Leuten immer wieder, Weihnachten müssen wir sie raus haben. Jawohl. Ja, das ist eine Meldung. Darauf haben wir lange genug gewartet. Danke. Ende. Kinder, der Hut ist auf 50 Kilometer ran. Jeden Moment wird der Befehl zum Ausbruch kommen. Schmeißt alles weg, was wir nicht gebrauchen können. Krämer, Sie organisieren noch ein paar Kanister Sprit für den Kübelwagen. Na geritzt, und wenn ich klauen muss. Büse, Sie springen den Funkwagen, sobald der Befehl kommt. Wird vorbereitet. Na, und ihr sagt mir noch mal was gegen den Führer. Los, Mensch, machen Sie schon. Nicht frieren Sie in den Dreck. Ich denke, Sie haben es gelernt. Einen Augenblick bitte, Herr Generalober. Bei Milorovo. Ah, das ist doch weit weg, das interessiert mich nicht. Ist die Front der 8. italienischen Armee? Ja? Was ist? Von den Russen durchbrochen worden. Was? Das ist, was hier steht, Herr Generaloberst. Verdammt, jetzt kommt uns die in die Flanke. Das bringt uns in Teufelsküche. Das ist gar kein Ausdruck. Moment. Wir sind 48 Kilometer vom Kessel. Wir haben noch eine Chance. Paulus muss sofort antreten, mir entgegenkommen. Wir können es noch schaffen, aber er muss sich beeilen. Es ist unmöglich. Roth steht 48 Kilometer vom Kessel und ich habe nur für 30 Kilometer Sprit. Aber die Differenz ist nur 18 Kilometer. Wir könnten es schaffen. Als der Führer von unserer Brennstofflage erfuhr, hat er den Ausbruch verboten, den wir ja schon vorbereitet hatten. Ich mache mir jetzt seine Auffassung zu eigen. Wir würden hilflos in der Steppe liegen bleiben, wenn nicht genügend Sprit eingeflogen wird. Wir sollten es trotzdem versuchen. Geben Sie der Armee eine Chance, General. Unsere Leute wissen doch, worum es geht. Sie können doppelte Leistungen von Ihnen erwarten. Ich muss bedenken,
dass ein missglückter Ausbruch das sofortige Ende meiner Armee bedeutet. Also ich kann es nicht riskieren. Das ist alles, was ich Ihnen sagen wollte. Ich danke Ihnen, meine Herren. Friedrich. Ja. Das ist... Du musst ausbrechen, zu Roth. Du kennst den Befehl. Ja, ein sinnloser Befehl. Warum befolgst du ihn? Wir sind auf den Führer vereidigt. Neben Tradition und Ehrerfassung gibt es noch eine höhere Verantwortung, Friedrich. Die dem Volk und unseren Soldaten gegenüber. Das sind doch leere Worte. Wir erfüllen hier eine Aufgabe. Wir binden starke russische Kräfte. Heute noch. Aber schon morgen kann der Russe mit uns machen, was er will. Und er wird, Friedrich. Ich bin durch den Befehl gebunden. Geh gegen ihn an. Ich bin kein Meuterer. Bedenk doch einmal die Konsequenz eines solchen Ungehorsams. Es wäre Anarchie. Die Revolte meiner Armee würde die ganze Ostfront gefährden. Das Volk und die Wehrmacht würden niemals das Chaos gutheißen, das dadurch entstehen würde. Was wäre die Tat eines Jörg von Wartenburg? Der hat seinem König auch einmal den Gehorsam verweigert und dadurch Preußen gerettet. Ich bin kein Jörg von Wartenburg. Und dies ist hier eine völlig andere Situation. Ich kenne uns doch. Wir sind allein. Keiner machte mit. Es bleibt dabei. Wir brechen nicht aus. Damit ist das Todesurteil über die 6. Armee gesprochen. Ein bitteres Weihnachtsgeschenk für unsere Soldaten. Was soll das bedeuten? Die Rettungsaktion von General Roth ist schiefgegangen. Wir marschieren nicht. Der Ausbruch ist abgeblasen. Na denn? Fröhliche Weihnachten. Wir sollten nach Süden marschieren. Für den Ausbruch. Die großen Panzer haben uns zerquetscht. Gebt ihm Schnaps und was zu essen, schnell! Ist nicht mehr nötig. Der Mann ist tot. Hören Sie mal, Krämer. Merkwürdig. Was ist denn los? Können Sie mal was hören, Herr Oberleutnant? Knautsch ist am Gerät. Gehen wir mal rüber. Wie schön, kommt. Verlorenen Haufen deutscher Soldaten irren durch diese Christnacht und wissen nicht, wohin sie gehören. Ich fand sie auf den verschneiten Höhen und in den vereisten Mulden. Und so habe ich euch hier gefunden und euch aufgehalten, um euch die Weihnachtsbotschaft vom Frieden auf Erden zu bringen, die gerade hier so fehl am Platze scheint. Aber glaubt mir, wenn ich euch sage, durch den Sturm und über den Kanonendonner hinweg dringt Gottes Stimme zu uns und sagt uns, wenn alle Türen verschlossen sind, die zu mir steht immer offen. Und nun lasst mich den Segen sprechen. Der Herr segne euch und behüte euch. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über euch und sei euch gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf euch und
gebe euch Frieden. Amen. Na nur, wir kennen uns doch. Ja, damals in dem russischen Bauernhaus mit Oberstleutnant Kesselbach. Natürlich, Sie sind ja der junge Oberleutnant von der Ordensburg mit den guten Rezepten für alle Lebenslagen. Ich bin nicht mehr ganz sicher, Herr Pfarrer. Das alles hier ist schwer zu verstehen. Man fragt sich nach dem Sinn. Naja, eine verstandesmäßige Antwort darauf gibt es nicht. Da bleibt nur der Glaube an Gott. Aber das ist wohl kein Trost für Sie. Ihr könnt es auch. Ich habe meine Eltern früh verloren und... Und Sie wissen, dass die Leute, die mich erzogen haben, Gott nicht gelten ließen. Folgen Sie Ihrem Gefühl, Oberleutnant, durch all das Schwere, das wir hier erleben. Ich sage Ihnen, Gott offenbart sich manchmal erst in der Hölle. Ich habe Sie rufen lassen, um Ihnen zu sagen, dass meine Division nun der 6. Armee unmittelbar unterstellt worden ist. Damit endet auch Ihre Tätigkeit hier. Ihnen, mein lieber Wisser, habe ich mitzuteilen, dass Sie mit sofortiger Wirkung als Führer einer Batterie nach Stalingrad versetzt sind. Mit Ihnen Feldwebel Böse und Obergefreiter Krämer. Alles Weitere erfahren Sie beim Armeekorps. Jawohl, Herr General. Für Ihren mutigen persönlichen Einsatz hat Ihnen mein Oberkommando den rumänischen Tapferkeitsorden verliehen. Gratuliere. Danke, General. Euch allen meine herzliche Anerkennung für geleistete Dienste. Und weiterhin alles Gute. Danke, Herr General. Lassen Sie wegtreten. Wegtreten. Mal eine Brünette, die war Zucker. Berlin kennen wir schon. Jetzt fahren wir über Gorodice nach Stalingrad. Ja, auf den Kurort bin ich gespannt. Da wartet mein neuer Regimentskommandeur auf mich. Auf den bin ich gespannt. Ja. Im Zivilberuf bin ich Naturwissenschaftler, Botaniker. Ein Mensch, der Blumen, Pflanzen und ihr Wachstum studiert. War ein bitterer Scherz des Schicksals, der mich hierher an die Wolga verschlagen hat. Hier gibt es kein Wachstum. Hier ist nur Tod, Verwesung. Ich glaube nicht mehr an ein gutes Ende für das Unternehmen Stalingrad. Ich will Ihnen nicht das Herz schwer machen, aber Sie müssen die Wahrheit wissen. Sie sind mir als ein guter Offizier empfohlen worden. Ich bin froh, dass Sie bei uns sind. Danke, Gehorsamst, Herr Oberst. Sie übernehmen die 3. Batterie. Sie melden sich bei Ihrem Abteilungsführer, Major Linkmann. Er wird Sie einweisen. Darf ich fragen, ob ich Herrn Major Linkmann diese Versetzung verdanke? Er hat sich sehr für Sie verwandt. Unsere bisherige Zusammenarbeit war nicht immer ganz harmonisch. Sie sehen, er ist nicht nachtragend. Also bis. Da, nimm den Schal hier. Ich brauche keinen bei meinem Speckhals. Kommt gar nicht in Frage. Du nimmst das Ding und hältst die Schnauze. Dein Gehuste geht mir schon auf die Nerven. Ich bin immer noch dein Vorgesetzter, ja? Das hat jetzt nichts zu sagen. Hier geht's um die Gesundheit. Was ist los, Oberleutnant? Das haut mich um. Das verspricht hier, ein netter Kurort zu werden. Und wissen Sie, wer unser neuer Kurdirektor ist? Major Linkmann. Ach du lieber Himmel. Na, ich hab's ja gleich gesagt, wenn wir bloß nach Berlin gefahren. Da werden wir nichts zu lachen haben. Mal sehen. Mein letztes Wort, ich gebe keinen Schuss frei. Soll die Infanterie sehen, wie sie ohne Artillerieunterstützung fertig wird. Ende. Oberleutnant Wisse, als Führer der 3. Batterie zur 1. Abteilung versetzt. Ach, das ist aber eine Überraschung. Für Sie doch wohl nicht, Herr Major. Nein, da haben Sie allerdings recht. Ich habe es ja schon damals für meine Abteilung vormerken lassen. Wie ich höre, haben Sie inzwischen auch einen Orden gekriegt? Jawohl, Herr Major. Den rumänischen Tapferkeitsorden. Ich will ja nicht gehässig sein, aber die Rumänen legen nun mal andere Maßstäbe an. Aber hier in Stalingrad, da können Sie beweisen, was Sie für ein Kerl sind.
gebe ich Ihnen eine Chance. Sehr freundlich, Herr Major. Ich verlange echte Leistungen. Im Augenblick befinden wir uns in einer Krise, aber die ist natürlich nur vorübergehender Natur. Trotzdem, um sie zu meistern, braucht der Führer Männer aus Eisen. Also machen Sie mir hier nicht schlapp. Trotz Hunger, Kälte und anderer Schwierigkeiten. Ich möchte noch melden, dass ich zwei Leute vom Verbindungsstab bei mir habe, die hier eingeteilt werden sollen. So, wen denn? Feldwebel Böse und Obergefreiter Krämer. Ach, der Böse? Sieh mal einer an. Der ist mir schon damals aufgefallen. Das ist ein ganz unmilitärischer Charakter. Den werde ich hier bei mir verwenden. Den Krämer nehmen Sie am besten mit nach vorne. In der Batteriestellung werden Sie jeden Mann brauchen. Dritte Batterie mit einem Offizier, vier Unteroffizieren, 38 Mann und vier Geschützen in Stellung. Ein Wachtmeister und zwei Mann auf vorgeschobener Beobachtungsstelle in Stalingrad-Stadt. Mensch, Fuhrmann, in diesem gottverdammten Kessel treffen wir uns alle wieder, scheinen wir. Wie lange bist du denn hier? Ach, zwei Tage nach dir haben sie mich auf die Bahn gesetzt. War aus mit dem schönen Charkow. Sag mal, da war doch dieses russische Mädchen, Katja. Katja? Ach, die. Naja, die Dienststelle flog auf, aus war der Traum. Und was ist aus ihr geworden? Ja, das weiß ich nicht. Vielleicht haben sie nach Deutschland verschickt oder sie ist untergetaucht bei ihren eigenen Leuten oder ja, so. Ich verstehe. Wie sieht's hier aus? Tja. Also wir liegen hier 1400 Meter vor Stalingrad. Unsere Tätigkeit beschränkt sich auf Unterstützung der Infanterie. Mein Gott, das ist Stalingrad. Und unter diesen Trümmern liegen Zehntausende von Leichen. 2000 Geschütze aller Kaliber stehen hier. Sind aber wertlos geworden, weil seit Wochen keine Munition mehr nachkommt. Linkmann muss bei uns jeden Schuss genehmigen. Wir haben pro Geschütz noch 12 Schuss. Das ist Feierabend. Mensch, was haben die sich bloß dabei gedacht? Ja, fragen wir uns auch immer. Du frierst? Hat die Batterie denn keine Wintersachen? Ist nichts durchgekommen. Was der Russe nicht schafft, schafft die Kälte. Fuhrmann, du nimmst sofort meinen Pelz. Aber ich kann doch deinen Pelz nicht. Quatsch nicht, du nimmst ihn. Ich habe noch einen anderen. Wir haben dein Vorratslager ausgeräumt. So. Und jetzt wollen wir uns mal die vorgeschobene Beobachtungsstelle ansehen. Bei Tage wirst du nicht lebend hinkommen. Jeder Quadratmeter liegt unter russischem Feuer. Aber ich kann dich gerne hinführen nach Einbruch der Dunkelheit. Heike! Besonders Schmidt? Nein, Leute! Ah, Leutnant. Wachmeister Konowski mit zwei Mann als vorgeschobener Beobachter. Keine besonderen Vorkommnisse. Danke, Konowski. Das ist unser neuer Batterieführer, Oberleutnant Wisse. Herr Konowski. Hallo, Oberleutnant. Obergefreiter Krämer. Ich bin gerade bei der Verteilung unserer Rationen hier. Sieht ja kümmerlich aus. Unser Essen haben die Russen abgeknallt. Nicht mal der Wurstpelle ist durchgekommen. Und die haben ja ein bisschen was zu fressen mit? Leider nicht. Aber eine Zigarette können Sie haben, Herr Wachmeister. Oh, das ist ja wunderbar. Dankeschön. Die haben gemerkt, dass wir Besuch haben, aber die Decke hält. Wie ist die Situation hier? Links und rechts von uns liegt Infanterie, die halten die Straßenkreuzung. In den Häusern schräg gegenüber sitzt in den obersten Stockwerken der Russe. Im Keller sitzen unsere Leute als Untermieter, oder? Ruhig, gell? Im selben Haus? Das ist noch nicht möglich. Oberleutnant, Stalingrad ist alles möglich. Eh manchmal die Fronten senkrecht durch die Häuser durch. Da gab's hier mal einen Lokus. Da war ich jeden Morgen so eine Viertelstunde und dachte so über unsere Probleme nach. Eines schönes Morgens, komme ich an, sitzt dann Ivan drauf. Und mit dem bisschen Russisch, weil ich kann, sag ich so ihm, Mensch, Junge, los, hau ab hier! Und noch im Weggehen dreht er sich um und sagt, nimm mal in Ruhe, scheißen lassen ihn die Preußen. Na, Konowski, ich glaube, Sie spinnen. Oh, oder mein Wort, so weit ich jetzt stehe. Kann ich jetzt mal die vorgeschobene Wehrstelle sehen? Ja, ich gehe mal voran. Fuhrmann, bleibt hier.
Geht's wohl, Kodowski? Ja, das haben wir auch schon gemerkt. Ja, natürlich, wir ziehen hier am gleichen Strang, ist gerissen. Herr Leutnant, eine Frage noch. Haben Sie nicht irgendwas zu fressen da? Nee. Schade. Ende. Der Leutnant von der Infanterie. Die Russen haben drüben zwei Panzer und eine Packe aufgefahren. Wollen es mal wieder versuchen. Na und? Das hier ist eine Schlüsselstellung. Von hier aus kann die Straßenkreuzung kontrolliert werden. Die muss unbedingt gehalten werden, denn ein paar Häuser weiter von hier ist das neue Quartier von Paulus. Das ist mir neu. Naja, schönes Kellerloch mit fließend Wasser, aber der Wände runter. Rufen Sie die Batterie an, Kunowski. Sagen Sie Bescheid, dass wir heute Nacht hier bleiben. Ich will mir den Laden ansehen. Jawohl. Der Russe greift an. Kunowski, verbinden Sie mich mit Major Linkmann. Er muss sofort ein paar Schuss für unsere Batterie freigeben. Ich habe bereits mit der Abteilung gesprochen. Die Antwort ist ein glattes Nein. Nicht eine Granate. Die sagen, wir sollen uns hier bloß nicht so wichtig machen. Verdammt, Volltreffer in unseren Keller! Herr Oberleutnant, bleiben Sie hier. Die Gegend wimmelt nur so von Scharfschützen. Ich halte schon auf. Mensch, Kärnt, da haben wir wieder mal Glück gehabt. Russische Panzer und Infanterie. Los, Schmidt, hauen Sie sich mit dem MG da vorne hin. Fuhrmann und Krämer, ihr sichert nach hinten. Komm, Schmidt. Ja. Nicht ins Auge gehen können. Seine Sauerei von diesem Linkmann. Nicht einen Schuss zu bewegen. Ohne die Pack hätten wir schön ausgesehen. Ich habe mir einen Freund angelacht. Ist ein bisschen lädiert. Hier werden keine Gefangenen gemacht. Auf keiner Seite. Nicht bei mir, Kulowski. Ja, Stalibat, Spazialista. Lass sie laufen. Fuhrmann, sag ihm, er soll zu seinen Leuten zurückgehen. Idjivda moi. Idjivda moi? Ja, mogu idjivda moi? Da, da. Spasibo, Gaspardin. Spasibo, Balschoi. Nein! Oh, ein Brotbeutel soll er wenigstens da lassen. Komm her. Hau ab, dabei, los. Oh, so sieht er das an hier. Was die Iwans alle mit nach vorne in Brotbeutel kriegen. Guckt er das an hier. Ein Bückling und Brot und Schmalz
Und da, gepresste Hirse. Das sind da Delikatessen, sind das. Und was haben wir? Kohldampf. Was tun wir bloß in diesem Teil der Welt? Dass der Russe uns raushaben will, verstehe ich. Dafür kämpfen sogar die Fabrikarbeiter, die Frauen und die Kinder. Wir haben hier nichts verloren. Herr Oberleutnant, ein Parlamentär mit weißer Fahne. Der russische Major drüben lässt sich bedanken, dass sie den Gefangenen zurückgeschickt haben. Zum Austausch hat er mich laufen lassen. Er schlägt vor, eine halbe Stunde Waffenruhe eintreten zu lassen, damit beide Seiten ihre Verwundeten auflesen können. Das ist eine gute Idee. Ich gehe gleich mit ihm zum Führer der Infanterie. Komm. Während dieser armseligen 30 Minuten ereignet sich eine Episode, die von deutscher wie auch von russischer Seite berichtet und verbürgt ist. Не бойся, друг. Мы видим, как... Еще не стреляют. Los mit der Vorstellung. Am 10. Januar 1943 greift der Russe mit stärksten Kräften an, um den Kessel zu zersprengen. Nachdem Hitler ein Kapitulationsangebot abgelehnt und den Kampf bis zur letzten Patrone befohlen hat. Die 6. Armee leistet verzweifelten Widerstand. Zurück. Ja, auch gegen den Befehl. Kapieren Sie doch endlich. Der Russ ist an drei Stellen in den Kessel eingebrochen. Findet sich denn niemand, der diesem Kerl das Heft anschlägt? Hier wird eine Armee sinnlos verheizt. Auch Sie können sich doch der Wahrheit nicht verschließen, dass der Russe stark genug war, den Kessel in mehrere Teile zu zerfetzen. Und sogar unseren letzten großen Flugplatz Ptomnik hat er genommen. Das ist mir bekannt. Immerhin haben wir noch Gumrak und Stalingradski. Sie taugen doch nichts. Halten Sie doch den Mund. Ist doch ein Defätismus. Der Führer weiß ganz auch genau, der Führer kann daran nichts mehr ändern, dass hier der Teufel los ist. Kommen Sie doch selber mal mit nach vorne und sehen Sie sich den Laden an. Von 16 Geschützen sind 4 übrig geblieben. Keine Munition, keine Verpflegung. Heute hat man uns wieder 30 Mann abgezogen, um Kampfgruppen zu bilden. Es wäre richtiger, wir würden uns selbst bald auf Infanteriekampf vorbereiten. Genug Wisse. Wir sind Artilleristen und bleiben bei unseren Kanonen.
Natürlich brauchen wir Munition und Verpflegung. Auf dem Flugplatz Gumrak liegt genug von dem Zeug. Gehen Sie hin und organisieren Sie, was wir brauchen. Und wagen Sie es nicht, ohne zurückzukommen. Und wo werde ich Sie dann wiederfinden, Herr Major? Ja, hier natürlich! Was soll denn diese Frage? Unsere letzten vier Geschütze haben Sie doch nach Stalingrad hineinbefohlen. Ja? Leutnant Fuhrmann ist da der einzige Offizier. Na und? Wäre es nicht besser, wenn wir beide zu ihm nach Stalingrad reingehen würden und Sie schicken jemand anders nach Gumrak? Was bitte mir Ihre blödsinnigen Ratschläge. Noch befehle ich hier. Und hauen Sie ab! Hauen Sie ab nach Gumrak! Nun sieh da das an hier. Wie viel von so Dreckskalorien braucht ein erwachsener Mann, ne? Na ja, im Frieden 3500. Und das hier? Die paar Gramm Kommissbrot und eine Scheibe Wurst, so dünne wie Zeitungspapier, damit soll ich bei 30 Grad Kälte durchhalten? Nun reg dich doch nicht auf, uns geht es doch genauso. Mensch, da kalte ich nicht mehr aus! Dann mach ich mal bitte hier! Schaulowski! Bist du wahnsinnig? Hör zu, ich heb dir das auf und dann wirst du's fressen. Was ist hier los? Ach, der Wachmeister dreht schon mal wieder durch vor Hunger. Ja, ja, ist gut. Wir fahren nach Gumrak. Wir versuchen, Munition und Verpflegung zu organisieren. Ach, das ist endlich mal ein Wort, Herr Oberleutnant. Endlich mal richtig satt fressen können, endlich mal einen Bauch richtig voll haben. Hallo, Böse. Na? Was hat der Stabsarzt gesagt? Das ist eine Lungenentzündung, dagegen kann er nichts machen. Kann ich nicht wieder zu Ihnen kommen? Ich muss zur kämpfenden Truppe zurück. Mit der Lungenentzündung sind Sie wahnsinnig? Bleiben Sie bloß, wo Sie sind, Mensch. Dann muss ich verhungern. Was? Ich habe gerade eine Anweisung abgeholt, dass ab heute nur noch Verpflegung an die kämpfende Truppe ausgegeben wird. Herr Generaloberst, der Pfarrer Busch, der sagt, er sei angemeldet. Ja, ja, stimmt. Wer soll reinkommen? Jawohl, Herr Generaloberst. Herr Pfarrer! Bitte. Sie sagten am Telefon, es sei dringend. Was gibt's? Herr Generaloberst, es handelt sich um den Befehl, wonach Verpflegung nur noch an die kämpfende Truppe ausgegeben werden darf. Ja? Das bedeutet, dass etwa 50.000 Verwundete in den Kellern von Stalingrad zum Tode durch Verhungern verurteilt sind. Warum kommen Sie zu mir? Ich kenne einen, der hat den Befehl nicht und ich würde ihn noch niemals unterschrieben haben. Ich bin von Stelle zu Stelle gelaufen und keiner will damit etwas zu tun haben. Aber einer muss doch für diesen unmenschlichen Befehl verantwortlich sein. Ich weiß nicht, wer ihn gegeben hat. Doch lassen Sie mich auch das andere sagen. Kein Krieg ist human. Aber wir sind Soldaten. Auch Sie tragen die Uniform. Es ist unmöglich, diese Leiden länger mit anzusehen. Ich wundere mich über Sie, Herr Pfarrer. Die Kirche betet für den Sieg unserer Waffen. Aber wenn dieser Sieg seine unerbittlichen Opfer fordert, dann sagen Sie, es darf nicht sein. Wo liegt da der Sinn? Die Kirche betet für den Frieden und für den Sieg der gerechten Sache. Aber dieser Krieg ist ein Unrecht. Seien Sie vorsichtig mit Ihren Äußerungen. Sie könnten Ihnen als Hochverrat ausgelegt werden. Die Menschen hier sterben für nichts. Ihr Opfer ist völlig sinnlos. Pfarrer Busch. Erst eine spätere Zeit wird darüber befinden, wer von uns beiden recht hat. Unser Opfergang nach Stalingrad ist eine militärische Notwendigkeit. Wie könnte ich leben ohne diese Überzeugung? Wäre es nicht tragisch, wenn sich diese Überzeugung als falsch herausstellte? Gott befohlen, Herr Generaloberst. Wir kommen wegen Verpflegung und Munition. So was Komisches. Ihr seid wohl vollkommen wahnsinnig geworden. Munition wollt ihr haben. Ist doch seit Wochen nichts mehr eingeflogen worden. Wisst ihr, was ihr von uns haben könnt? Gesangbücher, Säcke voll Pfeffer, 2000 Führerbilder. Leider ohne Rahmen, weil wir die inzwischen verheizt haben. Ja, ja, schön, schön, was mit Fressalien. So was Blödes habe ich doch noch nie gehört. Es gibt nichts zu fressen. Wir sind hier am Arsch der Welt. Und da drüben, meine Herren, fliegt gleich die letzte Kiste aus diesem gottverdammten Kessel. In einer Stunde sind die Russen hier! Wir sind alle im Eimer! Was, ich gibt nicht mehr zu fressen! Wo sehen Sie doch mal den Körper hier an! 200 Pfund schwer ist die Maschine! Die muss geschmiert werden, wenn sie funktionieren soll! Die muss geschmiert werden! Mit Brot, Butter, Eiern, Fleisch, Melern! Viel Fleisch, Kartoffeln! Jetzt dreht er uns durch. Ihr seid doch blöde, wenn ihr glaubt, dass es ohne ihn geht! Ihr seid doch blöde! Warten! Hey, warte! Hier bleiben! Weggehen hier!
durch! Lass mich durch! Ja. Nimm mich doch mit, Kamerad! Kratzki! Sei doch vernünftig! Lass mich doch durch! Ja. Mensch! Geh doch weg hier! Kratzki! Komm zurück sein! Zurückbleiben! Das sind nur für Schwerverwundete! Wir sind überladen! Ich bin ja verwundet! Ich bin schwer verwundet, Kamerad! Zurückbleiben! Du sollst bleiben! Sollen Sie abfahren! Ich muss doch nach Hause! Wartet doch! Was habe ich euch denn getan? Wartet doch nicht hier unten! Ich hab's gesehen, das Leitwerk hat ihm das Genick gebrochen. Los, Beeilung. Wo haben Sie sich denn so lange herumgetrieben, hm? In Gumrak, wie Sie wohl wissen sollten. Kunowski ist tot. Haben Sie meinen Befehl ausgeführt? Zu Ihrer Kenntnisnahme, es ist aussichtslos. Es gibt weder Munition noch Verpflegung. Was? Menschenskind, Sie sind mir vielleicht ein schöner Versager. Während Sie in Gumrak spazieren gegangen sind, da war hier die Hölle los. Geschütze verloren, Bedienungen im Eimer und ich muss umziehen nach Stalingrad Mitte. Großer Gott, was ist mit Fuhrmann? Keine Ahnung, tot, vermisst, was weiß ich. Wir haben Befehl bekommen, eine Kampfgruppe aufzustellen. Sie sind mir dafür verantwortlich. Und woher soll ich die Leute nehmen? Ist mir egal, wo Sie sie finden. Kämmen Sie die Feldlazarette durch. Holen Sie die Drückeberger und die Feiglinge heraus. Wenn es die da gibt, was tut eigentlich die Feldgendarmerie? Deren Aufgabe ist es doch, die Männer da rauszuholen. Quatschen Sie doch nicht so. Selbst ist der Mann. Los, das ist ein Befehl. Und nehmen Sie den Krämer mit. Und den Böse auch. Ja, der sitzt sowieso hier nur rum. Der Böse ist krank. Er hat eine Lungenentzündung. Der Böse geht mit. Ich habe außerdem gar keine Lust, hier lange mit Ihnen zu debattieren. Wir sind ja kein Kinderheim. Sie... Kommen Sie mir nicht wieder mit Ihren faulen Ausreden zurück, ja? Es ist höchste Zeit, dass Sie sich mir gegenüber einmal bewähren. Ist das noch richtig? In dieser Nacht brennt Stalingrad von einem Ende bis zum anderen. In dieser Nacht feiert Hermann Göring den 10. Jahrestag der Machtübernahme. Er spricht auch über Stalingrad. Um die 10-jährige Wiederkehr des Tages zu feiern, an dem wir die Macht übernahmen. Der Führer kann nicht mit uns sein. Nanu, was machen Sie denn hier? Ich habe den Befehl, nach Drückebergern zu suchen. So, Drückeberger, na dann suchen Sie mal. Eine Krise sich entwickelt, ist er wie immer zur Stelle, um persönlich einzugreifen. Was wollt ihr hier? Seid doch nicht verwundet. Da bringt ihr was zu fressen, Medikamente? Tut mir leid, wir haben gar nichts. Aber ich habe einen Kranken dabei, vielleicht können Sie... Machen Sie doch nicht lächerlich, sehen Sie sich doch mal um! In den 800 Kellern von Stalingrad dasselbe. Ohne Hilfe verrecken Sie hier. Wir sind machtlos. Endlich Hilfe. Das ist ja Mord. Ein Führer hat's getan. Er ist der größte Deutsche aller Zeiten, in unsere Geschichte eingehen wird. Sani! Er hat mit seiner Kraft die Ostfront Doktor. Allein gehalten. Die reden und wir verrecken. Halt das Maul! Ich habe Auftrag. Und sollte jemand einmal schwach werden, denke er an Stalingrad. Mensch, gib die Kippe her. Wo gekämpft worden ist, mit demselben Heldenmut. Mir auch. Wie damals in Griechenland. Du krepierst sowieso. Am Thermopylenpass, wo Leonidas mit seinen 300 Spartanern stand und nicht wich und nicht wankte, bis der letzte gefallen war. Darum steht dort geschrieben, Wanderer, kommst du nach Sparta? Fuhrmann, Major Lenkmann,
Ich hab's Ihnen doch gesagt, Sie müssen die Geschütze. Die Geschütze. Fuhrmann, müssen Sie zurücknehmen. Alter Junge. Ach, du. Jetzt geht's bald nach Haus. So sprechen wir heute. Ich werde endlich wieder spielen. Konzerte geben. Deutsche Soldaten wieder einmal bewiesen haben, das war's, Heldenbuch. Sie haben dort ihre Treue zum Führer mit ihrem Tode besiegelt. Stellen Sie das Ding ab. Das ist der Reichsmarschall. Es ist Pflicht, die Rede und zu hören. So wird es fortan heißen. Wanderer, kommst du nach Deutschland? Sage, du habest uns in Stalingrad liegen gesehen, wie das Gesetz es befahl. Ja, der Soldat ist zum Sterben da. Und wenn er noch einmal davonkommt, kann er nur sagen, ich habe wieder mal Dusel gehabt. Mein Gott, wie lange quatschen wir noch? Jahr abstellen. Man den Namen Stalingrad mit Ehrfurcht aussprechen. Ich sage Ihnen zum letzten Mal, Feldwebel, stellen Sie den Kasten ab. Ich habe Auftrag für die Übertragung der Göre zu sausen. Raus. Ich werde Meldung machen. Tu das. Bestell deinem Reichsmarschall, dass wir uns vorzeitige Leichenreden verbieten. Ha, Mensch! Es tut mir leid, aber ein Fahrrad dreht auch mal durch. Dann ist er schließlich nur ein Mensch. Ja, haben Sie gefunden, was Sie gesucht haben? Nein. Hier gibt's keine Drückeberger. Быстрою мы хотим тоже кушать. Ходи посмотрим, что в кухне дают. Думал, что сегодня будем кушать. Матушка, дайте побольше, я голоден. Нет, вот, я посмотри, красиво. Ешь, прикрепни. А у меня есть газета. Ну, как покушаем, то будем покушать. А печки? Печка есть. Вкусно, есть. У меня есть. Потом будем курить. Давай покушаем ее, а потом будем курить. Чаем. Есть у меня. Нет, по-хорошему. Татьяна! Покушаем. Сбеги ко мне. Нет, хорошо. Ах, как я рада тебя опять увидеть, братичка.
Я ти так долго бы. Что Григорий делает? Я от него очень ничего не слышу я. Да-да. Он такой же безнадежный, как и ты. Du musst lachen, ich habe Scherz gemacht. Ребят, покушали. Давай идем дальше. Ты тоже такой. А что с тобой? Он сейчас придет. Я ему только еще хочу потом миром передать. Хорошо, быстро. Ком. Wenn du die Tür da aufmachst, läufst du ein Stückchen geradeaus. Da sind Deutsche. Katja. Kein Wort. Da, da. Завтра иду за фронт. Ты сейчас привык. Katja. Das musst du nicht tun. Wir dürfen nicht Freund sein. Wir müssen Feind sein. Was hat dieser Krieg aus uns gemacht? Jetzt geh. Jede Sekunde kann zu spät sein. Geh. Dank dir. Danke, Oberleutnant. Wir hatten Sie schon aufgegeben. Seid ihr heil zurückgekommen? Ich bin allein zurückgekommen. Böse ist tot. Böse. Ist Linkmann in seinem Keller? Ja. Und nicht ein einziges Mal hat er seine Nase herausgestreckt. Reinzukommen? Oder geht Ihnen schon die Puste aus, eh? Böse ist auch gefallen. Na und? Ich hoffe, er hat seine Pflicht getan. Nein. Er hat vergessen, ihn vorher ins Gesicht zu spucken. Sind Sie verrückt geworden? Wie reden Sie denn mit mir? Vormann haben Sie auch im Stich gelassen. Sie sind kein Vorgesetzter. Sie sind ein Feigling und ein Schwein. Noch ein Wort und ich knall Sie über den Haufen. Nur mal los. Mit all den Parolen und Phrasen, an die ich selbst mal geglaubt habe, schießen Sie doch. Mein letztes Wort, hören Sie jetzt auf! Wenn Sie Mut haben, dann kommen Sie mit raus zu unseren Leuten und kämpfen. Sterben. Verrecken wie die. Wissen Sie aber, hören Sie mal, Sie sind doch verrückt. Nehmen Sie doch mal Vernunft an. Wir müssen doch zusammenhalten. Wir müssen... Ja, wir müssen in den Kübelwagen steigen und abhauen. Das meinen Sie doch. Aber es ist zu spät diesmal. Drei Häuser weiter sitzt der Russe. Sterben? Nee. Mit mir. Ich hau mich jetzt hin. Kann nicht mehr stehen. Jawohl, Ole. Na, was gibt's? Da drüben tut sich was. Ivan ist schon im Eckhaus. Na, da ist bald mal wieder ein Stellungswechsel fällig. Ich traue meinen Augen nicht. Unser Major mit dem weißen Lappen. Das ist nicht mehr unser Major, das ist ein Überläufer und ein Verräter.
Die Auflösung der Armee macht rapide Fortschritte und ist nicht mehr aufzuhalten. Es wurde mit großer Erbitterung gekämpft, aber jetzt ergeben sich ganze Einheiten mit ihren Kommandeuren an der Spitze. Viele unserer Offiziere haben es vorgezogen, sich zu erschießen. Unsere Befehle erreichen niemanden mehr. Also, das Ende. Jawohl. Das ist... Dieser Funkspruch ist eben eingegangen. Aus dem Führerhauptquartier. Ihre Beförderung zum Generalfeldmarschall. Ich danke Ihnen für Ihren Takt. Mir zu dieser Beförderung nicht zu gratulieren. Denn wir beide wissen, dass es Hitlers Aufforderung zu meinem Selbstmord ist. Aber den Gefallen werde ich ihm nicht tun. Die Legende vom alleinschuldigen General Paulus unterschreibe ich nicht. Da müssten ganz andere Leute gerade stehen. Ich habe Ihren felsenfesten Zusagen auf Hilfe für die 6. Armee vertraut. Man hat uns belogen, Schmidt. Aber wir können vor unserem eigenen Gewissen nur bestehen, wenn wir an der Überzeugung festhalten, dass unser Kampf hier für die oberste Führung doch einen Sinn gehabt hat. So habe ich auch gedacht. Aber in dieser Stunde weiß ich nicht, woran ich glauben soll. Ich werde den Zweifel nicht los, dass ungeheuerliche Fehler begangen worden sind. Von allen, auch von uns. Aber es ist zu spät für Einsicht und Erkenntnis. Nehmen Sie die Verbindung mit dem Russen auf. Ich stelle den Kampf ein. Jawohl, Herr Generalfeldmarschall. Alle mal herkommen. Der Kampf ist vorbei. Die Division hat kapituliert. Unser Regimentskommandeur, Oberst von Marquardt, hat sich erschossen. Ich führe euch jetzt zum Sammelplatz. Schmeißt die Waffen weg, ihr habt eure Pflicht getan. Und ein bisschen mehr als das. Ob man euch jemals dafür danken wird, weiß ich nicht. Ist auch gar nicht so wichtig. Zehntausende sammeln sich und weitere Zehntausende kommen. Sie sind müde, erschöpft, verstört und leer gebrannt wie die Häuser um sie herum. So, Herrschaften, da wären wir. Bleib mal vorläufig hier. Komm, Krämer. Wollen wir uns mal umsehen, wie es jetzt weitergeht. Hallo, Oberleutnant Wissen. Um Gottes Willen, Herr General. Ja. Ja, mich hat's erwischt. Wir werden uns um Sie kümmern. Danke, Wisser, aber bemühen Sie sich nicht. Natürlich werden wir versuchen. Krämer, komm, wir organisieren was. Wir holen Sie wieder ab, Herr General. Glauben Sie mir, Paulus ist ja wirklich Schuldiger. Gestern noch militärisches Vorbild, heute der Schuldige. Machen Sie sich nichts vor. Schuld ist jeder, der diesen Mist hätte verhindern können und trotzdem mitgemacht hat. Aber Sie, meine Herren, mit der großen Karriere, Sie haben die Schnauze gehalten. Sie haben gehorcht und Gehorsam verlangt. Da liegt doch der Hund begraben. Das war der letzte Wagen. Vielleicht kümmern Sie sich mal ein bisschen um Ihre Leute.
In Stalingrad keine Kampftätigkeit mehr. Über der Stadt liegt Nebel und roter Dunst. Generalfeldmarschall Paulus hat sich den Russen ergeben. Mit ihm sind 26 Generale und über 90.000 Mann in Gefangenschaft geraten. Die 6. Armee ist tot, mein Führer. Lassen Sie das Pathos, Zeitzler. Es ist nur eine Armee. Stellen Sie eine neue auf. Einer so gemütlich wie in der Panierhütte. Nur die Mettwurst fehlt. Tja, damals haben sie mir prophezeit, dass der Reifen mal platzen würde. Genau so ist sie auch gekommen. Laut und mit dem Knall. Ich muss ihnen wohl sehr dämlich vorgekommen sein. Nur jung. Was wird werden, Herr Pfarrer? Ich weiß nicht. Aber wir werden viel Zeit haben, es herauszufinden. Vielleicht werden wir lernen aus all diesen. Oder auch nicht.